Ja, herzlich willkommen zu dieser weiteren kleinen Folge in der Reihe Digitale Lehre, die ich deshalb aufzeichne, weil an der TU Dresden im Moment bereits schon virtuelle Räume eingerichtet sind, und zwar 100 mit einer empfohlenen Teilnehmerzahl um die 30 Teilnehmerinnen für das Videokonferenz-Tool Big Blue Button. Das freut mich sehr, dass wir hier eine professionelle Lösung bekommen, um im Sommersemester in kleineren Seminarkontexten und Videokonferenzen miteinander direkt zu sprechen. Ich sage aber gleich auch nochmal dazu, dass es natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist, dass man die Präsenzlehre jetzt einfach in einen virtuellen Raum und damit eine Videokonferenz verlegt, sondern dass man sich hier idealerweise trifft, um gemeinsam Aufgaben abzustimmen, miteinander im Gespräch zu bleiben, miteinander zu diskutieren, die ein oder andere Frage zu entwickeln und vor allen Dingen den sozialen Kontakt herzustellen, der für ein Miteinander in der akademischen Lehre wichtig ist. Ich zeige Ihnen ganz kurz, wie Sie die Videokonferenzsoftware aufsetzen an der TU Dresden. Dazu gibt es einen einfachen Link, den ich im Kommentarbereich unter diesem Video verlinke. Und zeige Ihnen ganz kurz die Features, die Big Blue Button für Sie mitbringt. Zunächst einmal wähle ich, dass ich als Angehöriger, ich bin Angehöriger der TU Dresden, logge mich ein. Und das ist mein normales ZIH-Login, und so bekommen auch alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Studierende, Mitarbeiterinnen und so weiter, an diese virtuellen Räume heran. Insgesamt sind es 100. Und mein Raum ist mir zugewiesen worden auf Server 1, Raum 5. Sie sehen, es gibt hier keine Beschränkungen im Moment der Zugänge. Das Gute ist, und das hoffe ich eigentlich, wenn wir solidarisch miteinander umgehen, dass es dieser Zuweisung überhaupt nicht bedarf. Denn Sie sehen in der Serverliste und Raumliste, in welchem Raum gerade gesprochen wird, wie viele Teilnehmerinnen dort gerade anwesend sind. Und möglicherweise müssen Sie sich ja dann nicht in das Gespräch einmengen. Die Nutzung und die Freigabe der Räume erfolgt durch eine einfache E-Mail an elearning@tu-dresden.de. Das sehen Sie auch hier. Ja, auch diese E-Mail-Adresse teile ich und noch einmal in dem separaten Kommentarbereich, sodass auch da eine Vergabe von Räumen beantragt werden kann. Gleichzeitig ist es so, und darum sei dringend gebeten, dass Sie an diese Adresse Feedback zur Benutzung senden. Das tun die meisten leider in der Regel dann nicht, sondern sie benutzen einfach das Produkt und beschweren sich nur. Aber stellen Sie bitte Wünsche, Anregungen, Kommentare, Kritik und so weiter in diese, teilen Sie das bitte den Mitarbeiterinnen mit, damit sie darauf reagieren können. So. Bevor ich jetzt den Raum betrete, schalte ich jetzt einmal ganz kurz die Kamera des Streams aus. Sie sehen mich ja drüben dann im Konferenztool und betrete den Raum jetzt als Moderator. Es gibt einen, ich möchte im Moment, ich gehe mal mit Mikrofon rein. Es gibt dann einen Echo-Test, bei dem ich jetzt ehrlicherweise noch nicht sicher bin, ob ich Ja oder Nein drücken soll. Ich drücke einfach immer Ja. Also das ist nicht ganz selbsterklärend, ist im Zweifelsfall aber auch egal. Und jetzt betreten wir den Raum. Sie müssten die Webcam freigeben, jedes Mal. Und ich kann jetzt die Webcam Pro wählen, die ich gerade eben noch verwendet habe. Oh, kann er doch nicht starten, weil es dann durch das andere Programm noch abgezogen wird. Hier empfehle ich Ihnen, können Sie je nachdem, mit welcher Verbindung Sie unterwegs sind, die Qualität einstellen. Ich gehe jetzt auf eine hohe Qualität. Bitte tun Sie das im Stream dann selbst nicht, sondern wählen Sie hier die mittlere Qualität und probieren erstmal zum Beispiel mit Ihren Studierenden oder mit Ihren Mitarbeiterinnen, welche Einstellung ideal ist. Zur Not vielleicht noch so viel ganz kurz zur VidiCAT, also das heißt der Frage, wie bewegen wir uns in virtuellen Räumen. Und in solchen Konferenzräumen, bitte betreten Sie die Räume, Achtung die Uhr, bitte betreten Sie die Räume nur mit ausgeschaltetem Mikrofon zunächst und mit ausgeschalteter Kamera. Und nachdem die Kommunikation über
die Audiokanäle sich als stabil erweist, schalten Sie dann bitte die Kamera zu. Wenn Sie merken, dass Sie selbst eine Rückkopplung produzieren, schalten Sie sowieso bitte immer das Mikrofon aus oder Sie darauf hingewiesen werden. Und dafür ist es wichtig, das zeige ich Ihnen hier, Sie sehen hier eine Teilnehmerliste und daneben einen Chatraum. In diesem Chatraum selbst kommentieren Sie während der Konferenz, aber Sie kündigen gleichzeitig auch Redebeiträge an. Und vor allen Dingen, wenn Sie merken, dass Ihre Technik abreißt, das heißt, das Videosignal schlechter wird oder zum Beispiel die Verbindung zum Mikrofon verloren geht, dass Sie dann darauf hinweisen, dass Sie kurz den Raum verlassen, kurz den Raum, um nochmal neu die Verbindung aufzunehmen, damit alle Teilnehmerinnen in der Videokonferenz sehen können, wie ihr aktueller Status ist. Daneben gilt in diesen Videokonferenzräumen, es spricht immer nur eine Person. Wortmeldungen werden angezeigt. Ich muss ja immer überlegen, ja, entweder durch Wortmeldung oder via Chat. Und Sie sollten auch deutlich explizieren, wann Ihr Redebeitrag abgeschlossen ist. Das ist in einer videogestützten Kommunikation nicht zwingend erforderlich. Allerdings, wenn das Videosignal aus ist, ist es sehr schwer, ohne Gestik und Mimik zu erkennen, wann ein Redebeitrag abgeschlossen ist. Versuchen Sie vor allen Dingen, wenn Sie reagieren, sich auf deutliche Zeichen, sich deutliche Zeichen anzugewöhnen, die man dann auch in einer Videokommunikation gut sehen kann. Gut, was können Sie alles tun? Sie können hier den Bildschirm freigeben, wie üblich. Dann können Sie Präsentationen wiederherstellen, die Sie in dieses Tool hochgeladen haben. Ich würde Ihnen hier dazu raten, dass Sie sorgsam mit den Dateigrößen umgehen. Es ist zwar günstig, Präsentationen in einen Raum zu laden, ich würde Ihnen aber empfehlen, das eher nicht zu tun, wenn Ihre Präsentation über 1 oder 2 Megabyte groß ist. Also, und Sie brauchen ein bisschen Geduld, bis diese Präsentation in den Raum geladen ist. Aber Sie sehen auch, Sie können hier eine Umfrage starten, die Sie während der Präsentation durchführen lassen. Das heißt, dieses Tool ist auch geeignet, um in Videokonferenzen Gremien tagen zu lassen und Entscheidungen herbeizuführen. Daneben, neben dem öffentlichen Chat, den ich Ihnen schon kurz gezeigt habe, gibt es auch noch die Möglichkeit, Notizen anzufertigen, also nebenbei zu protokollieren. Dazu kann auch das Chatprotokoll genutzt werden, aber hier haben Sie einen minimalen Texteditor mit zwei, drei WYSIWYG-Elementen, also What you see is what you get-Elementen, sodass Sie auch hier eine rudimentäre Formatierung bereits während der Konferenz vornehmen können. Eigentlich also ein ideales Tool für die akademische Lehre. Dann noch ein Tipp für die Anzeige von unterschiedlichen Status. Also Sie können in diesen Status unterschiedliche oder in Ihrem Nutzerverzeichnis unterschiedliche Status setzen und können auch dadurch eine Wortmeldung anzeigen. Ich möchte Ihnen nur signalisieren, schauen Sie mal, wie klein das ist. Ja, Sie haben hier keinen anderen Layer und keinen anderen Hinweis. Die Funktion des Handhebens können Sie sich eigentlich bis auf dieses leichte Pulsieren, was Sie da sehen, ehrlicherweise weiß ich nicht, ob man dazu eher dazu neigt, es zu übersehen. Vor allen Dingen sehen Sie die Reihenfolge von Wortmeldungen auf diese Art und Weise nicht. Für die ganz einfachen Reaktionen scheint mir dieses Statussystem eher nicht geeignet, sodass man hier vielleicht eher nur die Abwesenheit markiert, wenn man zum Beispiel gerade AFK, also nicht am Keyboard ist, also AFK ist. Deswegen würde ich entweder die Umfrage, das Umfragetool eher favorisieren oder die Wortmeldung im Chat, also tatsächlich hier.
Was uns zum nächsten bringt, wenn Sie Videokonferenzen veranstalten, hier mit diesem Tool, sei empfohlen, dass Sie nicht allein, wenn Sie die verantworten, dass Sie nicht allein der Moderator sind, sondern Sie jemanden darum bitten, auch einen Blick während der Videokonferenz auf den Chat zu werfen und die Gesetzesstatus im Blick zu halten, weil das, wenn man in einem Gespräch ist, nicht zwingend immer sofort offensichtlich ist. Oder Sie lassen zum Beispiel den Chat als Instanz in dieser Videokonferenz einfach geöffnet. Auch das ist natürlich ein probates Mittel. Gut, das sind alle Tools, die es hier tatsächlich vorzustellen gibt in BigBlueButton. Jetzt ist es an mir, mich nur ganz herzlich zu bedanken dafür, dass im Hintergrund am ZIL und am ZIH so konsequent an der Implementierung dieser Tools gearbeitet wird, sodass wir in das Sommersemester starten können mit einem relativ ausgereiften System an Tools, nämlich Opal bzw. Selma für die Anmeldung und Kommunikation mit Ihnen als Studierenden, dann Matrix für die direkte synchrone Kommunikation, Chat-Kommunikation und BigBlueButton für das Aufsetzen kleiner Videokonferenzen mit Teilnehmern, mit einer Teilnehmerzahl bis ungefähr 30. Darüber hinaus wird noch ein kommerzielles Videokonferenz-Tool universitätsweit empfohlen werden in den nächsten Tagen. Und dann haben wir eigentlich mit vier Säulen eine sehr schöne technische Basis, um die digitale Lehre je nach ihren Bedürfnissen und nach ihren technischen Fähigkeiten, Fertigkeiten aufzusetzen, sodass wir alle Studierenden mitnehmen können. Ja, nochmal ein Dankeschön und ich bin gespannt auf Ihre Reaktion und Ihre Tests mit diesem Tool. Und bitte, bitte, bitte schreiben Sie Ihr Feedback an e-learning@tu-dresden.de. Man wartet dort auf Ihre Rückmeldung. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch und ich gehe mal davon aus, dass wir uns sehr bald wiedersehen und hören. Bis dahin, Ihr Alexander Lasch.